So, heute wollen wir uns mal wieder mit ChatGPT beschäftigen, und zwar mit der Frage, wie man das mit Verstand nutzt, die künstliche Intelligenz. Und zwar am Beispiel einer Dramenszene und der Interpretation. Und zwar geht es um die Lektüre, die Komödie Der zerbrochene Krug, die aktuell viel gelesen wird. Und da haben wir uns die Szene 3 ausgesucht, weil die relativ kurz ist, aber doch eine ganze Menge enthält. Und das Wesentliche ist, dass man zunächst mal selbst überlegt, was da gemacht werden könnte. Also vordenken. Dann lässt man gerne ChatGPT arbeiten. Man muss nur aufpassen, natürlich, dass man dann so viel Übung hat, dass man das in einer Klassenarbeit oder Klausur auch ohne ChatGPT schafft. Aber als Hilfestellung ist das sicherlich sehr gut. Dann am Ende aber nicht einfach kopieren, das, was ChatGPT da geschrieben hat, sondern mit Verstand nutzen. Und wir werden das im Einzelnen zeigen und dabei auch 11 Tipps für den Umgang mit Szeneninterpretationen dann hier unterbringen. Ja, heute machen wir das insofern mal anders, als wir direkt die Gesamtlösung, die wir da erstellt haben, hier präsentieren. Aber keine Sorge, wir stellen das hier nicht komplett vor. Das findet man alles auf der Webseite, sondern uns geht es hier nur um bestimmte Dinge, nämlich die Tipps. Und der erste Punkt ist natürlich das sogenannte Prompt hier, also das, was man als Befehl eingibt. Und wir haben da ein Beispiel, den kann man auch rauskopieren, auf andere Szenen übertragen. Bitte interpretiere die dritte Szene und so weiter, damit klar ist, worum geht es. Natürlich, der zerbrochene Krug sollte man ein bisschen anders schreiben, aber das stört die KI natürlich nicht. Indem du zunächst in einer Einleitung das Thema angibst, das macht ja immer ein bisschen Schwierigkeiten. Dann beschreibst, was man wissen muss, um diese Szene zu verstehen. Man muss das ja irgendwie einordnen. Erläutere anschließend die Weiterentwicklung des Konflikts, der am Anfang der Szene schon da ist, und zeige auf, was diese Szene zeigt, also was sind die Aussagen des Ganzen und wie ist auch der Schlussstand und mit welchen speziellen sprachlichen und rhetorischen Mitteln eben in dieser Szene gearbeitet wird. Und gehe dabei gegebenenfalls auch noch auf Elemente der Komödie bzw. der Satire ein. Das haben wir aber später gesehen. Das wäre besser eine zweite Aufgabe noch. Hinweisen wollen wir gerne auf die Möglichkeit, so einen Text der Szene hier bei Zeno, einer Internetseite, abrufen zu können. Und dort hat man nämlich dann eine Kopiermöglichkeit, was natürlich vor allen Dingen bei häuslicher Arbeit ganz hilfreich ist, weil man da schnell ein Zitat auch zum Beispiel rausholen kann. Ja, wir hatten schon darauf hingewiesen, da kann man den Text rauskopieren. Das haben wir hier jetzt auch gemacht. Das ist der Text aus Zeno. Und anschließend kommt die Lösung von ChatGPT mit dem MIA-Kommentar. MIA heißt ja immer menschliche Intelligenz in Aktion für uns. Hier haben wir nochmal aufgenommen, worauf es ankommt. Das ist dieser Dreischritt: selbst erst die Szene lesen, sich Gedanken machen, dann der KI die Aufgabe stellen, deren Ergebnis prüfen und inwieweit entspricht es der Aufgabe, den Vorgaben des Lehrbuchs und des Unterrichts. Wir werden nachher feststellen, dass die KI vor allem Dingen im Bereich der Methodik anders arbeitet, nämlich eher wie in einem Lehrbuch im negativen Sinne jetzt für Klausuren und Klassenarbeiten. Was könnte man anders anordnen zum Beispiel? Was könnte man, sollte man korrigieren, was ergänzen? Dann, was wir sehr positiv finden, ist hier, dass die künstliche Intelligenz, also ChatGPT, immer mit Zwischenüberschriften arbeitet. Und das würden wir auch sehr empfehlen hier als Tipp, weil dann einfach eine Klassenarbeit-Klausur übersichtlicher wird. Die Lehrkraft wird auch vielleicht froh sein, die muss nicht den Text erst analysieren. Dann kommen wir zu einem entscheidenden Punkt, das wollen wir hier mal einmal deutlich machen. Das ist typischer Lehrbuchtext, so schreibt ein Schüler oder eine Schülerin nicht. In der dritten Szene begegnen wir Adam, dem Richter. Das Thema dreht sich um Adams unruhige Vorahnung und seine Angst. Das ist eigentlich schon die Antwort. Wir werden nachher sehen, wie man das als Frage formulieren kann. Dann geht es hier schon um komische und absurde Ausgangssituationen. Da werden also eigentlich Ergebnisse schon vorweggenommen. Das würden wir also anders machen und wir nennen das methodisch eindeutiger. Wir bringen mal das Beispiel jetzt. Bei dem vorliegenden Textauszug handelt es sich um die dritte Szene.
Es geht um die Frage, wie der Richter sich aktuell fühlt. Das kann man in Ruhe dann nochmal durchlernen. Man sieht an diesen Beispielen jetzt schon, dass man da methodisch ganz einfache Dinge setzen kann. Es handelt sich um, es geht um die Frage oder das Problem und so weiter. Dann ist das viel deutlicher. Kommen wir jetzt zu der Voraussetzung, zu den Voraussetzungen zum Verständnis der Szene. Da wird es ganz kompliziert. Um die Szene richtig zu verstehen, muss man wissen, dass Adam in der Vergangenheit und so weiter eingestiegen ist und dabei den Krug, völliger Quatsch natürlich, ne? Denn bei der Analyse einer Szene geht es ja darum, dass man sich in die Situation des Lesers oder Zuschauers versetzt und dann zerstört man ja die ganze Spannung und fragt sich, warum braucht er so lange und so. Und aus dem Grunde würden wir das anders machen, also nicht zu viel verraten. Und wir machen das eben so. Der Richter wurde angeschlagen, von seinem Schreiber vorgefunden, macht den Eindruck, dass er sich rausreden will, verschärft die Situation durch den Gerichtstag, die Perücke ist nicht da. Das alles findet man tatsächlich in den Szenen. Und der vorgesetzte Gerichtsrat hat sich angekündigt und er will ihn besuchen, wie bei Referendaren. Das heißt, die werden letztlich auf ihren Leistungsstand hin überprüft. Und da könnte man hinzufügen, dass ein unglücklicher Zusammenfall von zwei Ereignissen, kann man auch weglassen. Interessant ist dieser Punkt hier. Der zeigt nämlich, dass man wirklich begriffen hat, worum geht es jetzt. Jetzt ist man als Leser bzw. Zuschauer gespannt, wie Richter Adam mit der Situation klarkommt. Das ist genau der Ausgangspunkt eben dieser Szene. Ja, im gleichen Stil geht es weiter. Jetzt geht es ja darum, diese Ausgangssituation, wie entwickelt sie sich in der Szene weiter? Das kann man sich in Ruhe mal durchlesen, aber das wieder war für uns völliger Lehrbuchstil. Wir empfehlen etwas ganz anderes, nämlich exakt zeigen, in welchen Schritten sich die Ausgangssituation verändert. Und da haben wir hier Schritt 1, das ungute Gefühl. Dann Schritt 2, auch mit Zitat hier natürlich, dann dieses offenherzige Angsttraum erzählen, dann daran wird etwas deutlich und so weiter. Dann der Schreiber reagiert darauf erstaunt und der gute Adam berichtet dann, dass diese beiden Erscheinungsweisen im Traum dann verschmolzen sind und so weiter. Er musste dann fliehen und der Ort der Übernachtung, ne, ist dann irgendwas zwischen Bäumen und so weiter. Und da kann man durchaus darauf hinweisen, damit ist es mit seiner normalen bürgerlichen Existenz, mit der ganzen Macht und so weiter vorbei. Dann Schritt 5, ne, die Auswertung des Traums lässt der Adam lieber offen. Er merkt vielleicht so ein bisschen, dass er viel erzählt hat, spielt alles als Schabernack runter, so als dass er eigentlich ein Streich ist, aber das kann ja nur der Traum ihm gespielt haben und dahinter steckt ja meistens etwas. Und der 6. Schritt ist dann nachher, der Schreiber beruhigt ihn, allerdings verbunden mit einer Mahnung, den Richtstag ordentlich durchzuführen. Wir werden nachher sehen, dass ihm das schwerfällt, damit er nicht reale Probleme bekommt, die schlimmer als ein Traum sind. Also das erscheint uns ganz sinnvoll, hier wirklich schrittweise zu zeigen, wie entwickelt sich die Dramatik da. Das ist eigentlich der Punkt. Es geht um die Dramatik, das heißt die Konfliktentwicklung. Ja, auch hier können wir sagen, im gleichen Stil geht es weiter hier. Das müssen wir alles gar nicht vorlesen, kann man sich anschauen. Das ist ein ziemliches Durcheinander von allem Möglichen. Außerdem würden wir nie die Bedeutung der Szene und die rhetorischen Mittel direkt zusammenfassen. Wir machen das ganz anders. Tipp 9, wir verwenden einfach diesen wunderbaren Satz, die Szene zeigt. Und dann kommen wir zu 4 Aussagen, das tragen wir kurz vor. Zunächst, dass der Richter doch ziemlich aus der Ruhe gebracht worden ist und Sorgen hat. Dass die Sorgen so groß sind, dass er seinem Untergebenen sogar seinen Angsttraum erzählt, dass er anschließend versucht, das Ganze herunterzuspielen, während der Untergebene souverän reagiert, indem er fast wie ein übergeordneter Berater einen Rat gibt, der scheinbar einfach ist, aber mit Hinweis auf die drohenden Gefahren. Das heißt also hier, die ganze Konfliktentwicklung, die Veränderungen dort, die werden hier aufgezeigt. Man könnte noch darauf hinweisen, worauf man jetzt gespannt ist, ne, eigentlich auf 2 Dinge. Zum einen den weiteren Umgang des Richters mit seiner Aufgeregtheit oder die Art und Weise, wie der Schreiber sich weiterhin gegenüber seinem Vorgesetzten verhält. Also das scheint uns doch recht hilfreich zu sein, diesen Satz, die Szene zeigt, einfach fortzusetzen.
Ja, kommen wir jetzt zu den sprachlichen und rhetorischen Mitteln, die ja häufig Schwierigkeiten machen. Und wir haben darum folgenden Tipp, dass man nicht einfach überlegt, was bedeutet die einzelne Metapher. Das halten wir jetzt für ziemlichen Unsinn, sondern es geht ja darum, wie solche Mittel den Aussagen zugeordnet werden können. Ich hoffe, unser Stift funktioniert gleich wieder. So. Und darum haben wir hier die Aussagen und dazu gleich der doppelte Hinweis, ne, auf den Gemütszustand. Da kommen die beiden Zitate und da geht es vor allen Dingen um, es geht alles bunt über die Ecke. Das ist natürlich ein Bild, dass das aktuell nicht in die richtige Richtung läuft. Dann, was den Traum angeht, ist uns aufgefallen, diese Aneinanderreihung und schält und hunzt und schlingelte mich herunter. Da wird rein sprachlich deutlich, wie der da am Kämpfen war. Und dann, und judiziert, spricht recht, den Hals ins Eisen. Mir auch ein Bild, dass die ganze Situation dann seinen Hals in Eisen legt. Also er dann am Ende dann so ein Eisen um den Hals hat und damit gefangen ist. Dann wird hier schon eine Sache vorausgefühlt gesehen, nämlich und mussten in den Fichten übernachten. Das kann man schon verbinden damit der Aussage, er selbst deutet auch an, was ihm hinterher passieren kann, was ihm also droht. Dann das Herunterspielen hier, das findet natürlich am Schabernack hier, vielleicht auch noch so ein bisschen der Teufel holst, ne? Dieser Kraftausdruck, den verwendet man ja unter Umständen oder etwas Ähnliches, wenn man sich von etwas befreien will. Und am Ende dann nochmal die Souveränität des Schreibers, das ist unglaublich. Und wieder, ja, ach, das heißt nicht so schlimm, nein, übrigens vielleicht auch Ironie, das könnte auch Ironie sein, das ist alles gar nicht so schlimm, der kennt doch seinen Richter, er soll nur vorschriftsmäßig vorgehen, er weiß natürlich, das kann der überhaupt nicht. Und dann Recht sprechen und so weiter. Und dann der Hinweis, so versteckt, scheinbar hilfreich, damit der Traum von diesem kaputten Richter Daniel, so der am Ende in den Fichten landete, auf andere Art nicht in Erfüllung geht. Also raffiniert am Anfang, ist eigentlich so schlimm, am Ende kann es wohl übel ausgehen. Ja? Das erscheint uns hier also wirklich sehr raffiniert. Okay, da haben wir das Ganze dann noch, die Hürden, die da überwunden werden müssen und dann das Schicksal, was ihm droht. Ja, jetzt spricht die KI von einem Fazit. Das ist natürlich nicht verkehrt, aber wenn man sich das anschaut, dann merkt man wieder, das ist Lehrbuchstil. Und das ist natürlich auch ein Fehler bei der Aufgabenstellung. Es wäre besser gewesen, in einer zweiten Aufgabe dann die Elemente von Komödie und Satire herauszuarbeiten. Dann ist das alles viel, viel einfacher. Und dann Komödie heißt für uns komisch. Ist der Traum natürlich, ne? Dann komisch auch die Beziehung des Schreibers zum Richter, das ist schon ein bisschen lustig hier. Satirisch ist dann der große Unterschied, das gibt das Fremdwort Diskrepanz, aber kann man so gut natürlich sagen, der große Unterschied zwischen der eigentlichen Macht eines Dorfgewaltigen und seinem traurigen Erscheinungsbild da im Traum, das ist natürlich Satire. Wenn man so einen Gegensatz aufbaut oder ein bisschen übertreibt, dann ebenfalls satirisch natürlich die Leichtfertigkeit, mit der er da von Schabernack spricht. Und satirisch am Ende, da sind wir mehrfach schon darauf eingegangen, diese Doppelbödigkeit und wir würden hier noch Ironie dazu schreiben. Das kann man hier also gut herausarbeiten. Hier wie immer packen wir auf unsere Internetseiten natürlich auch eine Seite, wo man noch mehr entsprechend findet. Ansonsten, wie immer, haben wir hier eine Seite angelegt, wo wir die ganze Dokumentation unterbringen. Die packen wir hier zu den Infos zum Video. Hier kommt nachher im Abspann noch die Webseite, sodass man sie anklicken kann. Dort Aktualisierungen, Korrektur möglicher Fehler. Wir freuen uns natürlich über Anregungen und Kommentare mit Fragen. Und wir freuen uns ebenfalls natürlich darüber, wenn unser Kanal schnell durchblicken nicht nur selbst abonniert wird, sondern dass man auch noch anderen Leuten, die vielleicht Schwierigkeiten haben, eine Szene zu interpretieren. Wir hoffen jedenfalls, dass wir zum einen gezeigt haben, was ChatGPT dabei durchaus als Hilfestellung bei Hausaufgaben und so weiter leisten kann. Und schön wäre natürlich auch, wenn das mit einer Lehrkraft im Unterricht besprochen werden könnte, damit die Zukunft wird ja eine Kombination sein von künstlicher und menschlicher Intelligenz. Und wir haben hier einfach mal an einem Beispiel versucht zu zeigen, wie das gehen kann. Wir wünschen auf jeden Fall viel Erfolg.